Ich habe ja immer gesagt, ich entscheide mich erst nach der EM. Aber dann haben die Vereine sich so schnell zusammengefunden und ja, und dann war es für mich klar, ich will das Thema vom Tisch haben. Dann haben wir das fix gemacht, haben wir das rausgehauen und ich freue mich jetzt einfach, dass die ganze Sache vom Tisch ist. Ich freue mich auf Schalke, auf die Fans, auf die Spieler da, die da spielen. Das ist eine geile junge Truppe. Und ja, aber wie gesagt, wir sind jetzt bei der EM und danach können wir uns über Schalke unterhalten. Das war dann für mich so ein befreiendes Gefühl, weil natürlich dann jetzt einfach mal der Ballast weg ist und auch der ganze Stress. Ja, und von daher ist es jetzt eine sehr gute Sache. Ich freue mich und einfach top, ja. Schalke hat mich das Konzept überzeugt, dass da ein Neuanfang gestartet wird. Und ja, der Trainer hat viel mit mir gesprochen, lang mit mir gesprochen, intensiv. Und auch der Manager Horst Held und André Breitenreiter, die haben das gut gemacht. Die haben mich überzeugt und mich interessiert es einfach. Ich will da hochgehen, die Ärmel hochkrempeln in Schalke, dass da wieder was Gutes aufgebaut wird. Mit so einer geilen Truppe, wie ich schon gesagt habe, ich viele junge Spieler. Ja, und das ist ein Reiz wert. Die Ansprüche sind natürlich klar, Stammspieler zu sein. Sonst hätte ich nicht wechseln brauchen, sonst hätte ich in Mainz bleiben können. Ich will mich weiterentwickeln. Europa League spielen wir international. Das ist auch für mich ein neues Ereignis. Ja, und das ist einfach top. Den Schritt wollte ich gehen bei einem richtig geilen, großen Verein. Und das war mein Ziel. Wir wissen ja, dass sie keine gute Saison gespielt haben letztes Jahr. Aber ich denke, wir werden alles dafür tun, das zu ändern, dass da nicht mehr so große Unruhen ist. Natürlich weiß ich, dass es nicht so wie bei Mainz ist, dass es ein richtig großer Verein ist. Aber so ist das Fußballgeschäft. Damit muss man umgehen, damit kann ich gut umgehen. Und von daher freue ich mich einfach drauf.